Frage ich mal Richtung München. Christian, kannst du mich hören? Ja, Christian, einen wunderschönen guten Abend. Ich kann dich gut hören. Danke. Ich hoffe, du kannst mich auch soweit gut hören. Begrüße Ja, an ich kann dich alle auch hören. dich auch und freue mich auf den heutigen Abend mit euch. Super. Ich frage mal in die Runde, bitte ein kurzes Feedback, ob alle Teilnehmer uns auch hören können. Dann können wir gleich auch starten. Alles okay, super. Gut, also von meiner Seite gibt es nicht viel Neues. Wie gesagt, die Termine, die kennen Sie ja schon, wo Sie finden. Ich darf noch mal kurz zeigen unter dem Punkt Training, Termine. Dort finden Sie alle weiteren Webinare. Ich habe diese Woche schon mal darauf hingewiesen, wir sind jetzt, also ein Teil unseres Teams mit 3 Mann sind jetzt nach Hamburg heute gefahren. Morgen ist dort der Börsentag. Dort wird unter anderem mein Bruder halt auch einen Vortrag halten, Samstagmorgen. Das heißt, wenn Sie aus Hamburg oder der Gegend kommen und wollen mal auf den Börsentag vorbeischauen, sind Sie natürlich auch sehr herzlich eingeladen, uns dort zu besuchen. Ja, ansonsten nächste Event, sag ich mal, wo wir sind, wo wir auch gemeinsam auch mit Trading Stars sind, ist die World of Trading in Frankfurt Ende November. Aber dazu finden Sie noch später oder in den laufenden nächsten Tagen und Newslettern weitere Informationen. Okay, gut, dann gebe ich rüber und ja, wünsche viel Interessantes und Neues zu entdecken heute Abend. Viel Spaß und einen schönen Abend. So, ich schalte jetzt mal den Monitor frei und dann kann es losgehen. Ja, danke Christian nochmal. Mein Bildschirm müsste jetzt soweit auch zu sehen sein. Ich begrüße nochmal alle Teilnehmer herzlich ganz aus München. Hoffe, es geht allen gut. Hoffe, ihr habt die Woche soweit gut überstanden, sowohl privat als auch trading-technisch. War ja doch einiges los wieder mit Zentralbank-Event und so weiter und so fort. Ich hoffe, dass, wie gesagt, da alle einigermaßen gut durchgekommen sind. Freue mich, dass hier so viele Teilnehmer auch am Freitagabend die Zeit finden, sich da so ein bisschen fortzubilden, sich da so ein bisschen näher mit der Thematik der technischen Analyse zu beschäftigen. Eingangs jetzt gleich mal die Hoffnung bzw. die Frage an alle Teilnehmer. Ich hoffe, ihr habt den Teil 1 dieses Webinars, dieser Webinarreihe mitbekommen, weil das im Grunde die Grundlage für den heutigen Abend ist. Das heißt, sollte jetzt jemand dabei sein, der unser Teil 1 Clusteranalyse nicht mitbekommen hat, der sollte hier eventuell dann sich die Aufzeichnung dazu nochmal anschauen. Ich schaue jetzt mal ganz kurz, wann wir den Teil 1 hatten. Das war nämlich 20. Oktober. Andreas schreibt gerade, ja, hat sich das Video schon angesehen. Das wäre natürlich die Grundlage, wie gesagt, für heute Abend. Wer das noch nicht getan hat, der findet auf tradingstars.de rechts oben den YouTube-Button und dort auch diese Aufzeichnung und bei FX Flat findet man diese auch. Das heißt, hier würde ich dann natürlich alle einladen, trotzdem dabei zu bleiben heute Abend und dann sich aber eventuell, falls da Fragen auftauchen sollten, noch dann auch bitte die Aufzeichnung dazu nochmal anzuschauen. Ansonsten rufe ich auch natürlich für alle, die es schon getan haben, trotzdem heute wieder dazu auf, ein bisschen aktiv mitzumachen, Fragen zu stellen, wenn Fragen auftauchen sollten und natürlich gerne auch mir persönlich Anregungen geben. Das heißt, wenn wir uns heute Abend Chartbilder anschauen werden, dann gerne mit euren Wunschanalysen, das heißt mit euren Basiswerten, die ihr gerade für wichtig und interessant haltet. Ich mache auch gerne dann mal zwei, drei Analysen. Am Ende noch, wenn jemand also sagt, für die nächste Woche habe ich da so eine Trading-Idee oder irgendwas auf der Watchlist, können wir uns das gerne nochmal gemeinsam angucken und auch immer natürlich die Anregung von mir, wenn jemand mit Charts selber arbeitet und im späteren Verlauf noch Fragen auftauchen oder einfach mal ein Feedback gewünscht wird, könnt ihr mir gerne immer per E-Mail auch eure Arbeiten zukommen lassen. Das heißt, ihr könnt mir gerne eure fertigen Charts zukommen lassen, zwei, drei Zeilen dazu schreiben gerne und dann können wir das gerne auch zusammen besprechen. Genauso heute Abend, am besten ist es immer parallel gleich mitzuarbeiten. Das heißt, wer selber eine Charting-Software hat, wer selber schon ein bisschen Analyse betreibt, der kann gut und gerne
so ein bisschen versuchen, parallel mitzuarbeiten. Die meisten haben ja eh mehrere Bildschirme daheim stehen, dann sollte das möglich sein. Also ich biete es immer an, wenn ihr euch praktisch übt, und das ist ganz, ganz wichtig, das mal selber zu machen, auch von mir dann nochmal ein Feedback dazu zu bekommen. Ansonsten, die meisten werden mich sowieso kennen. Mein Name ist Christian Stern. Ich zeige nochmal ganz kurz das Bild dazu. Die meisten, wie gesagt, sollten sich ja den Teil 1 sowieso angeguckt haben. Das wäre ich jetzt. Und wie gesagt, der Christian Weiß hat es gerade gesagt, auf der World of Trading dann auch gerne mal am Stand, am Messestand vor Ort. Das heißt, hier auch die Möglichkeit, sich mal persönlich kennenzulernen. Ansonsten lade ich an dieser Stelle auch nochmal zu unserem Wochenende in München ein, Ende November, Möglichkeit mit Livestream zuzugucken oder persönlich vor Ort zu sein. Hier nochmal das Angebot für alle Kunden von FX Flat, auch hier nochmal eine Gutschrift über 100 € zu ermöglichen. Ich stelle den Link kurz ein. Ist eher was für Fortgeschrittene, muss ich ehrlich zugeben. Aber vielleicht der ein oder andere doch Interesse daran. Ansonsten möchte ich jetzt an dieser Stelle ganz kurz nochmal überfliegen, was haben wir letzte Woche gemacht, und dann gehen wir heute in die nächste, in die nächsten Kombinationsmöglichkeiten rein. Das Thema ist jetzt klassisch gewählt, erstmal Fibonacci als Überschrift, relativ abgedroschen und schon oftmals sicherlich gehört, aber wir werden es heute in einer etwas praktischeren, interessanteren Anwendung machen. Das heißt, auch diejenigen, die mit Fibonacci schon arbeiten, werden hier noch einiges Interessantes Neues hören. Okay, schauen wir mal ganz kurz, was wir letzte Woche gemacht haben. Wir haben versucht, möglichst viele sinnvolle Strömungen aus der technischen Analyse miteinander zu kombinieren. Einfach aus dem Blickwinkel heraus, dass wir sagen, je mehr Analysten, je mehr Händler dasselbe im Chartbild sehen wie wir, an denselben Stellen agieren, desto dynamischer und wahrscheinlicher sind dann auch dort die Kursbewegungen an diesen Stellen, und das ist das, was wir suchen, dementsprechend unsere Analysequalität etwas hochzuschrauben und dann natürlich auch unsere Eintrittswahrscheinlichkeiten, dementsprechend Trefferquoten im Trading etwas zu erhöhen. Wir haben uns da letzte Woche spezialisiert bzw. konzentriert auf das Handelsvolumen im klassischen Sinne wie auch aus Sicht des Marktprofils. Wir wissen aber auch, dass wir eben hier noch ganz viele Möglichkeiten haben, und ich habe es ja auch angeboten, dann hier weitere Webinare vielleicht noch dazu zu machen, dass wir eben hier noch sehr, sehr viele Tools haben. Ich habe jetzt beispielsweise hier wieder letztens erst mit dem Commitment of Traders Report gearbeitet, oder beispielsweise mit dem Thema Saisonalitäten. Ich kann das mal an einem Beispiel kurz zeigen. Wir haben einfach da letzte Woche uns eine Trading-Idee erarbeitet, die möglichst viele Argumente hat und dementsprechend hier auch nicht nur aus Sicht der technischen Analyse eintreffen sollte, sondern eben hier beispielsweise übergeordnete Trends analysiert, Kapitalflussanalyse, Clusterwiderstände aus verschiedenen technischen Methoden. Dann haben wir nächst tiefere Zeiteinheit analysiert, Saisonalitäten einbezogen und den Commitment of Traders Report. Das sieht dann beispielsweise so aus, dass man einfach dann eine Argumentationskette aufbaut, um dann die Richtung bzw. die Zeit, wann denn eine Bewegung auftreten sollte, hier bestmöglichst zu erwischen. Sowas haben wir eben im Gold dann relativ kombiniert gemacht, und dementsprechend ist es heute wieder ein Baustein mehr, welchen wir brauchen, um dann eben das irgendwann selber so zu machen. Also wir können gerne, wenn jemand einen interessanten Basiswert hat, das Ganze auch nochmal anhand eines Beispiels durchsprechen. Ja, und da haben wir eben zunächst mal die klassischen Handelsvolumen angeschaut, haben uns angeschaut, warum es Sinn macht, volumenvalidierte Kurse besonders zu beachten. Das sind in der Regel im Xetra-Bereich die Auktionen zum Handelsschluss, beziehungsweise die Eröffnungsoptionen auch im Bereich der Futures. Wir haben dargestellt, warum es denn so wichtig ist, hier den Intraday-Handel so ein bisschen zu vernachlässigen, warum es wichtig ist, Candlesticks zu benutzen beispielsweise. Das sind alles Grundlagen, und haben dann eben dieses Wissen kombiniert, zunächst mal mit Trendfiltern. Das heißt, wir haben hier unseren EMA-Bündel dazu geschaltet, um die vorherrschende Trendlage zu analysieren, dementsprechend dann auch zu wissen, wann eine Progression und eine Regression vorliegt. Und dementsprechend wollen wir jetzt das Ganze noch etwas weiter kombinieren, nämlich mit dem Baustein der Fibonacci-Zahlen, die ja finanzmathematisch gesehen in ihrer
Beachtung steigen, weil einfach immer mehr Leute von der Fundamentalanalyse hin zur technischen Analyse wandern, weil die technische Analyse einfach etwas bekannter wird in den letzten Jahren. Und je mehr Leute eben auf bestimmte Preislevel achten, je mehr Händlergruppen, je größere Volumina da bewegt werden, desto besser ist dann auch die Eintrittswahrscheinlichkeit, dass eben an diesen Retracement- und Projektionsleveln etwas passiert. Das heißt, die Fibonacci-Zahlen sind im Moment im Trend, sind also sehr angesagt und dementsprechend funktionieren sie auch etwas besser als noch vor 10, 20 Jahren. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man eben hier dann zumindest mal die Grundlagen kennt und das Ganze mit einbauen kann in die technische Analyse. Also schauen wir dazu jetzt auf die Grundlagen. Ich möchte erstmal davon ausgehen, dass die meisten wissen, was Fibonacci-Zahlen sind und wie gesagt dann etwas mehr in die praktische Anwendung gehen. Wir werden also auch hier reine Fibonacci-Cluster suchen und dann natürlich auch wieder Cluster mit dem, was wir beim letzten Mal gelernt haben. Von daher beginnen wir mal mit den Grundlagen der Fibonacci-Zahlen. Man sagt ja auch die goldene Zahlenreihe. Hier nochmal beschrieben, dass eben einfach aus dem Grund heraus, dass so viele Leute dran glauben und die Analyse anhand dieser Fibonacci-Level betreiben, dass es allein daraus schon erwiesene Funktionen gibt aus Fibonacci heraus. Das bedeutet, ich kann sowohl Unterstützungen als auch Widerstände daran berechnen, dass einfach sehr, sehr viele Leute dort an diesen Leveln agieren. Ja, Fibonacci-Zahlen folgen also dieser Massenpsychologie. Dementsprechend sind sie aus der Finanzmathematik abzuleiten. Karin Roller ist sicherlich vielen Leuten ein Begriff, ist im Verein Technischer Analysten Deutschlands sehr aktiv und hat ein Buch geschrieben, Kursziele bestimmen mit Fibonacci, welches sehr, sehr gut ist und sehr, sehr einfach gehalten ist. Das heißt, wer sich mit dem Thema mal beschäftigen möchte, der kann hier sich dieses Buch zulegen. Es ist günstig, es ist relativ knapp gehalten, aber es beinhaltet im Grunde genommen alles, was man dazu braucht. Und wir können sie auch einmal hier zitieren. Der goldene Schnitt, auch göttliche Teilung genannt, fasziniert die Menschheit bereits seit Jahrhunderten. In der Natur ist der goldene Schnitt allgegenwärtig. In der griechischen Antike galt er als Inbegriff von Ästhetik und Harmonie und fand in der Architektur, in der Kunst seine Anwendung. Das geht durchaus noch etwas weiter. Nicht nur also auf diese Bereiche beschränkt. Wir finden die Fibonacci-Zahlen im Grunde genommen in allen Lebenslagen, überall wieder in der Mode, wie gesagt auch in der Finanzmathematik, ist durchaus also ein interessantes Zahlenwerk. Zahlenreihe und die Mathematik dazu kann man sich anschauen, wenn man möchte. Ist jetzt aus unserer Sicht heute Abend eher zeitraubend. Das heißt, wer sich ableiten möchte, wo diese Zahlenreihe herkommt, wie sie entstanden ist, der möge einfach entweder sich natürlich meine PowerPoint-Präsentation besorgen oder hier einfach natürlich auch googeln an dieser Stelle. Wer sie haben möchte, diese Präsentation, schreibt mir bitte eine ganz kurze E-Mail, einfach ganz formlos, dass ihr die heutige PowerPoint-Präsentation gerne hättet. E-Mail-Adresse wäre info@trading-stars.de. Dann seid ihr schon dabei und könnt das auch gerne haben von mir. In der Finanzmathematik ist die Fibonacci-Zahlenfolge Grundlage der LJ-Wellentheorie. Wer diese kennt, das ist also sozusagen Fibonacci pervers. Das ist also das Ganze noch etwas ausgedehnt. Mischung auch zwischen Dow-Theorie und Fibonacci-Zahlenreihe. Wir wollen also hier versuchen, im Grunde genommen das, was wir immer machen in der technischen Analyse, Trend und Korrektur erstmal zu ermitteln überhaupt und dann auch in Beziehung zueinander setzen. Wir wollen also wissen, wann könnte eine Korrektur beendet sein, ausreichend sein, wann könnte ein Trend beendet sein oder langsam in die Schwächephase übergehen. Das sind so Sachen, die man natürlich immer wissen möchte und die man anhand dieser Zahlen sehr, sehr gut machen kann. Vorteile sind, wer kann das immer machen? In allen liquiden Basiswerten, das heißt, es ist hier nicht begrenzt auf Forex, Aktien oder ähnliches, sondern wir können diese Fibonacci-Zahlen im Grunde genommen in allen Basiswerten, in denen viel an Börsen gehandelt wird, einsetzen und dementsprechend nutzen. Ja, in der technischen Analyse werden einzelne Trendfraktale untersucht und vermessen und dementsprechend werden wir das heute auch umsetzen. Manche Leute haben ein bisschen Probleme, ein sogenanntes Trendfraktal überhaupt zu visualisieren. Das heißt, die
gehen teilweise in eine Aktie rein oder in einen Index rein und wissen jetzt nicht genau, ist das jetzt hier ein Trendstück oder ist das Ganze jetzt hier ein Trendstück. Da kann man sich natürlich behelfen, indem man ganz einfach beispielsweise ein MACD drunter legt oder aber besser hier die gleitenden Durchschnitte verwendet, wie wir das letzte Mal gemacht haben. Das heißt, wer so ein bisschen Probleme hat, selber einzuschätzen, wann denn ein Trend in der Korrektur, in der Bewegungsphase ist, der sollte einfach hier sich dessen behelfen, was wir beim Teil 1 sehr, sehr ausführlich besprochen haben. Ja, daraus abgeleitet kann man eben sogenannte Preisreaktionslevel herausfinden, einfach an diesen sogenannten Fibonacci Retracements oder Projektionsleveln, dementsprechend einfach dort mit einer Reaktion rechnen. Es gibt sehr, sehr viele praktische Anwendungen. Die wichtigsten werden wir jetzt zunächst mal durchsprechen. Und die bekannteste Anwendung ist die Anwendung innerhalb der Preisachse. Wir haben das letzte Mal schon gelernt, dass man nicht immer nur das Volumen auf der Zeitachse beachten sollte, sondern dass man auch durchaus das Marktprofil auch auf der Preisachse mal analysieren sollte, dass das Sinn macht. Genauso ist es bei Fibonacci. Man kann einmal das Ganze in der Preisachse anwenden, wie das die gängige Form ist. Man kann aber auch Fibonacci, und das werden wir später noch sehen, auch in der Zeitachse anwenden. Zunächst mal aber der klassische Blick auf die sogenannte Preisachse, also bezogen auf diese Skala. Retracements sind Bereiche, die innerhalb eines vorliegenden Trends unterstützend wirken und eine Korrektur begrenzen bzw. beschreiben können. Innerhalb eines Aufwärtstrends sind Retracements also immer dann anzutreffen, wenn der Trend aus der Progressionsphase heraus in die Regressionsphase geht. Auch hier wieder als Hilfe gleitenden Durchschnitt eingezeichnet. Wenn er steigt, durchgehend sprechen wir von der Progression, also der Bewegung in die übergeordnete Trendrichtung. Und immer dann, wenn er nach unten wegkippt, gehen wir in die Regression, also in die Korrektur hinein. Und dann können wir anhand der Fibonacci-Zahlen Unterstützungsbereiche ermitteln und diese Korrektur einschätzen. Korrekturen bis zum ersten Fibonacci-Retracement mit 38,2% sind als Korrektur hinreichend, das heißt, der Markt hätte dort genug korrigiert und dürfte ab diesem Zeitpunkt wieder steigen. Wenn er das tut, ist das als schwache Korrektur zu werten zugunsten des vorherrschenden Trends. Korrekturen bis zum 50% Retracement, also genau dann die Hälfte dieser Aufwärtsbewegung korrigiert. Lasst euch visuell nicht ärgern, das ist ein logarithmisches Chartbild, das heißt, es ist leicht verzerrt. Dementsprechend sieht das obere Die obere Hälfte etwas kleiner aus als die untere, ist sie aber in Wirklichkeit nicht. Das liegt, wie gesagt, an der logarithmischen Skalierung. Korrekturen bis zum 50% Retracement sind als normale Korrekturen einzustufen und Korrekturen bis zum 61,8% Retracement sind dann als starke Korrekturen einzustufen, die eigentlich dann nicht tiefer gehen sollten. Das heißt, wenn ein Wert unter das 61,8% Fibonacci Retracement fällt, ist es an sich schon grenzwertig, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit, dass der Trend dann bricht, ist relativ hoch. Das 61,8er ist bei dem 50er zusammen das wichtigste Retracement. Es gibt noch weitere Fibonacci Retracements aus der Zahlenreihe abgeleitet, die aber nach unserer Idee heraus, nach unserer Ansicht nach heraus keine unbedingte Relevanz haben. Das heißt, wenn wir Fibonacci Retracements anwenden, immer nur das 38er, das 50er und das 61,8er. Alle anderen, beispielsweise das 76,4er, blenden wir in der Regel aus, weil sich erwiesen hat, dass diese Retracements, wenn die getroffen werden und da eine Reaktion stattfindet, dass das eher zufällig ist, als dann tatsächlich von den Fibonacci-Zahlen abgeleitet werden kann. Das heißt, das sind die drei wichtigen, die ihr kennen müsst. Innerhalb eines Aufwärtstrends, wie gesagt, legen wir oben die 0% Marke an und unten die 100% Marke. Warum? Einfach als Eselsbrücke sozusagen merken, wir berechnen ja die Unterstützungen aus dem Aufwärtstrend heraus und wenn der Kurs wieder hier unten wäre, würde diese Bewegung um 100% korrigiert sein, das heißt deswegen unten die 100% Marke. Wollen wir das mal ganz kurz in einem aktuellen Aufwärtstrend einzeichnen. Der DAX befindet sich ja
hier zumindest im Stundenchart de facto in einem Aufwärtstrend. Das heißt, wir schauen mal ganz kurz, ob wir hier auch ein Fibonacci-Tool einzeichnen können, beziehungsweise mit Fibonacci arbeiten können. Hier wäre es jetzt also so, wenn ich im Aufwärtstrend arbeiten möchte mit Fibonacci, dann nehme ich mir das Fibonacci-Tool, lege im ersten Schritt das hier oben an, das ist dann die 0%-Marke, und ziehe dann die 100%-Marke an das jüngste markttechnische Verlaufstief, beziehungsweise an den Ursprung des zu vermessenden Trendfraktals, und automatisch zeichne mir TradeSignal hier die drei wichtigsten Fibonacci-Retracements ein. Es gibt, wie gesagt, auch noch andere, die wollen wir aber zunächst mal nicht bemessen. Es wäre jetzt also so, dass der DAX, wenn er in die Korrektur übergeht, bis 10.506 Punkte korrigieren könnte. Es wäre also der minimale Korrekturbedarf anhand der Fibonacci-Zahlen. Hier liegt dann auch die erste sogenannte Fibonacci-Unterstützung im Markt. Beispielsweise hier ganz interessant wäre dann auch die Kurslücke, also das Gap geschlossen und wieder ein kleiner Volumen, wieder Unterstützungsbereich. Das heißt, hier haben wir schon ein Cluster, an dem eben zu hoher Wahrscheinlichkeit zumindest stundenweise sehr viele Käufer in den Markt kommen würden. Das bedeutet, bei 10.506 Punkten kann man als Intraday-Händler long gehen. Dasselbe gilt dann eben an den nächsten Fibonacci-Unterstützungen. Bei 10.271 wäre dann sozusagen die letzte Bastion der Bullen. Wenn diese Marke dann unterschritten würde, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er den Trend hier im Stundenchart bricht, relativ hoch. Das bedeutet, im Aufwärtstrend vermessen wir also von oben mit der 0%-Marke nach unten mit der 100%-Marke. Ja, wenn Fragen sind dazu, bitte einfach einstellen. Ansonsten mache ich hier jetzt mal weiter mit dem Abwärtstrend. Ist natürlich dasselbe, einmal umgekehrt. Wir haben jetzt hier oben die 100%-Marke und unten die 100%-Marke, und dementsprechend gelten jetzt unsere drei Fibonacci-Retracements hier als sogenannte Widerstände. Hier hat man beispielsweise den Fall, das müsste der Goldpreis sein, vom Kurs her, vom 38er Fibonacci-Retracement eine starke Reaktion und dann dementsprechend die nächsten gar nicht mehr abgeholt. Das heißt, in einem Abwärtstrend, überlegen wir mal kurz, in welchem Markt wir gerade einen Abwärtstrend haben, mit relativ hoher Sicherheit im Euro-US-Dollar, vermessen wir sozusagen mit Fibonacci einmal anders. Ganz einfaches Beispiel: Wenn man im Euro-US-Dollar jetzt die Fibonacci-Widerstände bemessen wollen würde, nimmt man dann einfach das Fibonacci-Tool, legt am Tief an mit der 0%-Marke und zieht dann an das letzte Fraktal hoch und hat dann hier, wie gesagt, seine Fibonacci-Widerstände. Hier jetzt wieder interessant im Euro-US-Dollar eine 1A-Short-Marke. Wenn der hochkommt hier bis zum 38er Retracement, dann könnte man auf jeden Fall mit einer starken Verkaufsbewegung rechnen, einfach aus dem Grund heraus. Hier haben wir einen Volumenwiderstand, hier haben wir einen sehr, sehr starken Horizontalwiderstand und eben dieses erste Fibonacci-Retracement, und das ist dementsprechend wieder ein Verkaufssignal relativ hoher Güte und dementsprechend dann auch von der Eintrittswahrscheinlichkeit her etwas besser, als wenn man es ohne machen würde. Also auch das noch relativ einfach. Kommen wir dann zur Anwendung in der Preisachse, wenn wir nicht mehr Unterstützungen ermitteln wollen oder Widerstände, sondern wenn wir Extensionen und Projektionen machen wollen. Das bedeutet, wir wollen aus einem bestehenden Fraktal in die Zukunft hinein Reaktionslevel ermitteln. Und hier ist es jetzt beispielsweise so, ist wieder der Goldpreis, der hat ja erstmal hier deutlich geschwankt, ist vom Unterstützungsbereich an einen Widerstand gelaufen, an ein Hoch, und hat dieses seitwärts gebildet, dann aber nach unten aufgelöst. Das heißt, wir müssen aus dieser Spanne heraus nach unten hin Unterstützungen ermitteln, obwohl wir sonst gar keine anderen Möglichkeiten hier aus der technischen Analyse hatten. Und hier ist es jetzt dann wieder so, dass man nach unten dann eben projizieren kann. Projektionslevel sind aus der Spanne heraus bemessen, das 1,382-fache dieser Handelsspanne, das 1,618-fache und genau diese Spanne nochmal nach unten angelegt, also eine ganz normale
Range-Projektion gemacht. Das bedeutet, wir können mit Fibonacci auch aus Bewegungen heraus in die zukünftigen Preisregionen, wo vielleicht der Kurs noch gar nicht war, projizieren. Macht man auch relativ häufig bei sogenannten SKS-Formationen. Jetzt überlege ich gerade, ob wir irgendwo eine SKS gerade haben. Falls jemandem was einfällt, der kann dazu gerne kurz was in den Chat schreiben. Aber ansonsten können wir es auch hier so machen. Wir haben jetzt die Situation im Euro-US-Dollar gesehen. Zwischen dieser Marke, die ich jetzt rot eingezeichnet habe, die 1,11, und der 200-Tage-Linie sind wir hin und her geschwankt und haben diese Range jetzt aufgelöst. Und jetzt könnte ich sozusagen anhand dieser Range nach unten hin, wenn ich diese alten Unterstützungen nicht hätte, Unterstützungen rein projizieren. Und das ist jetzt wieder ein sehr, sehr interessantes Beispiel. Wir haben also die Range bemessen. Ich zeichne die mal ganz kurz etwas farbiger ein. Und dann haben wir nach unten hin mit Hilfe der Fibonacci-Zahlen Unterstützungen projiziert. Und die wichtigste ist jetzt beispielsweise, so muss ich die 200-prozentige noch einzeichnen, ganz kurz, 200. Die wichtigste ist immer die 200% Projektion. Das heißt nochmal die Range nach unten angelegt. Das wären beispielsweise, wenn man Short geht, hier ein sauberer Take Profit, obwohl man aus Sicht der technischen Analyse hier gar keine Widerstände vielleicht vermuten würde. Geht Fibonacci davon aus, dass bei 1,0715 hier zunächst mal ein Kaufdruck in den Markt kommen sollte. Dementsprechend könnte man also hier bereits einen Teilverkauf machen, wer im Short-Modus unterwegs ist. Also wir können mit Fibonacci auch projizieren. Hier nochmal dasselbe Beispiel, Extension und Projektion. Wir haben also ein Fraktal, eine Seitwärtsphase, die aufgelöst wird. Und irgendwo an einer solchen Unterstützung das Ganze dann zum Erliegen kommen kann. Das heißt, wir können aus Spannen heraus, und Märkte tendieren ja sehr, sehr oft seitwärts, auch wiederum Widerstände, Unterstützungen ermitteln. Fibonacci-Muster gibt es auch. Wer sich dafür interessiert, findet auch da sehr, sehr viel bei Google. Es wäre jetzt in unserem Fall in der Kombinationsmöglichkeit etwas zu komplex, beziehungsweise sollte man sich dann nur rein auf Fibonacci konzentrieren. Jetzt habe ich vorhin gesagt, es gibt nicht nur die Anwendung in der Preisachse, sondern es gibt auch die sogenannte Anwendung in der Zeitachse. Bedeutet, ich kann auch zeitliche Fraktale, also beispielsweise hier diese Progression, dann kommt die Korrektur, die Regression, dann wieder eine Progression, Seitwärtsphase, Korrektur, kann ich bemessen und mit Hilfe der Fibonacci-Zahlen dann eben eine markante Spanne um das 1,38-fache, um das Doppelte beispielsweise nach hinten projizieren, um das 1,618-fache und darf davon ausgehen, dass eben auch zeitlich gesehen sich diese Fibonacci-Zahlenreihe auswirken darf. Jetzt muss man aber ehrlich sagen, dass man sehr, sehr selten aus unserer Sicht heraus eine Bestätigung für diese zeitlichen Projektionen findet. Man muss auch ehrlich sagen, dass ja oftmals große Bewegungen aus Nachrichten reflektieren, das heißt aus beispielsweise Zinsentscheiden heraus, aus Zentralbankstatements, aus Arbeitsmarktberichten, Non-Farm Payrolls und so weiter, bedeutet, wir aus unserer Sicht bezweifeln, dass diese zeitliche Anwendung eine sehr, sehr gute Funktion hat in der technischen Analyse. Ich würde persönlich eher davon ausgehen, dass es hier Zufälle sind. Ich habe hier ein gutes Beispiel damals gefunden im Euro-US-Dollar. Aber wenn man mal so ein bisschen in die Charts reinmalt und mit Fibonacci projiziert, wird man sehr, sehr schnell merken, dass es eher dem Zufall geschuldet sein könnte, dass man hier solche Fibonacci-Cluster findet, beziehungsweise zeitliche Projektionen Sinn machen. Was eher Sinn macht, ist eine sogenannte Korrekturmatrix zu bilden. Und hier machen wir jetzt eines, nämlich wir nutzen sowohl die preisliche Achse als auch die zeitliche Achse, bemessen also einmal aus einem Aufwärtstrend heraus beispielsweise die Fibonacci Retracements 38, 50, 61, 8
und legen dann auch auf die zeitliche Dauer eines Trends nochmal die Projektionen, beispielsweise hier das 1,382-fache der Grundspanne. Dann können wir nämlich eine sogenannte Korrekturmatrix bilden aus den schwarzen Pfeilen heraus, jetzt dargestellt. Und in diesem Bereich wäre also eine Korrektur zu erwarten. Das heißt, weder steiler nach unten noch steiler nach oben wäre normal, sondern in diesem Bereich wäre eben eine Korrektur hier möglich. Wir müssen uns mal kurz auf den DAX anschauen, ob das jetzt hier Sinn macht. Ja, wir haben beispielsweise hier den letzten Aufwärtstrend gestoppt, genau am 76er Fibo, 76,4. Jetzt habe ich vorhin gesagt, das ist eigentlich nicht das, was in der Regel funktioniert. Eigentlich wäre hier das 61,8er interessanter gewesen. Wir sehen aber auch hier schon mal zumindest ein Stoppen, ein Aufwärtsgehen des Trends. Das heißt, manchmal muss man dann eben so ein bisschen aktiv über den Tellerrand gucken. Manchmal ist es dann doch eben so ein exotisches Retracement, das hier einen Trend zum Erliegen bringt. Dementsprechend auch hier wieder Korrekturmatrix einzuzeichnen wäre durchaus möglich gewesen. Das weiß ich gar nicht. Bei Trade Signal ist es so ein bisschen kompliziert, dieses zeitliche Tool einzuzeichnen, beziehungsweise muss man da ein bisschen Glück haben, dass es funktioniert. Wo das zum Beispiel schöner funktioniert, ist Guidance. Das heißt, man kann mit Guidance hier diese zeitlichen Projektionen etwas schöner abhalten. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wenn wir es auf die Schnelle vielleicht mal zusammen machen. Mal kurz hier eingeben. Nehmen wir uns den DAX mal her. Machen den mal groß. Das ist jetzt ein klassischer Tageschart. Und legen einmal das normale Fibonacci drüber. 100% am Tief. 0% oben. Das heißt, wir sehen jetzt auch hier, dass wir das 76,8er in diesem Falle bräuchten. Haben also hier dieses Tief ausgebildet im DAX. Und jetzt könnten wir also hier noch die Zeitprojektion dazu nehmen. Fibo-Zeitprojektion heißt das hier. Das heißt, wir könnten jetzt hier wieder ansetzen. Das Fraktal vermessen. Und dann müssen wir uns ein paar mehr Level holen dazu. Brauchen also hier natürlich keine Retracements, sondern wir brauchen hier Extensionen. Ja, das war jetzt das Falsche, sorry. Achten Sie auf das hier. Das ist die zeitliche Range. Ich brauche ja die Zeitprojektion. 200% Extension 261,8. Und jetzt könnten wir sozusagen hier raus die Korrekturmatrix erstellen. Hier oben war also der Startpunkt, hier der Endpunkt unserer Bewegung. Und wir könnten jetzt also hier die Korrektur eingrenzen, beziehungsweise einen normalen Bewegungsrahmen für die Korrektur schaffen. Und wir sehen, dass sich der DAX da sogar relativ gut dran gehalten hat. Das heißt, wir könnten sozusagen da so eine Art Raster einzeichnen, in dem eben Bewegungen hier normal wären. Das kann man in allen Basiswerten machen. Das heißt, man kann ein bisschen dann beispielsweise sagen, wenn er aus diesem Raster der Korrekturmatrix ausbricht, könnte man von einer Übertreibung sprechen beispielsweise oder natürlich irgendwann auch vom Ende der Korrektur. Aber ihr seht schon, das macht wieder Sinn, das Ganze dann später zu kombinieren. So, der Hans-Jürgen schreibt, Ton ist weg. Jetzt die Frage an die anderen Teilnehmer, ob ich noch zu hören bin. Wäre das eventuell von Hans ein lokales Problem? Ah ja, alles klar. Danke, Hans-Jürgen ist auch wieder an Bord. Danke für die Rückmeldung. Also, diese Korrekturmatrix ist im Grunde genommen das einzige Tool, in dem man eben diese zeitliche Projektion nutzen sollte. Ganz einfach, wie gesagt, anzuwenden.
machen das, was wir immer machen. Wir messen also die Retracements und ziehen dann über das Fraktal, das wir eben auch preislich vermessen, in die Projektion hinein nochmal diese zeitlichen Widerstände sozusagen, nennen wir es mal zeitliche Widerstände, und verbinden das Ganze dann miteinander und haben dann einen Normalbereich für das nächste Fraktal, sowohl zeitlich als auch preislich bemessen. Man könnte übrigens auch natürlich, wenn man sagt, ich habe ein Chartprogramm, in dem weiß ich jetzt gar nicht so richtig, wie das Ding funktioniert, entweder, na klar, ich informiere mich drüber beim Anbieter, oder man kann natürlich Fibonacci-Zahlen beispielsweise ganz klassisch auch mit dem Taschenrechner berechnen, indem man einfach die Level kennt, und die kann ich mir ja wiederum aus so einem ganz normalen Tool ziehen. Das heißt, ich müsste dann beispielsweise, wenn ich jetzt weiß, ich kann mein Retracement einzeichnen, ich weiß aber beispielsweise nicht, wie ich meine Projektionen einzeichne, müsste ich jetzt sozusagen die Spanne für die erste Projektion mal 1,38 zurechnen oder mal 1,5 oder mal 1,618 und hätte schon eben die Projektionsscheibe. Im Notfall behilft man sich so, aber in der Regel ist es besser, wenn man sich mit seiner Software dann auch auseinandersetzt. Okay. Ja, für uns heute Abend am wichtigsten im Grunde genommen nicht mehr die klassische Anwendung von Fibonacci, sondern die professionelle Anwendung, nämlich Level zu finden, die sogenannte Cluster bilden. Das heißt, hier wiederum eine vermehrte Wahrscheinlichkeit auf Reaktion ist. Das war damals hier wiederum der Goldpreis. Und wir sehen, dass man eben nicht nur ein Fraktal vermessen kann, sondern natürlich auch immer das übergeordnete Teilstück noch vermessen kann. Erstens hat man dann mit Sicherheit mehr Händlergruppen hinter sich, weil man manchmal weiß man ja gar nicht, gucke ich jetzt auf das Stück, gucke ich jetzt auf das Stück. Wenn ich mir unsicher bin, nehme ich vorsichtshalber beides. Und dementsprechend ist es immer dann interessant, wenn verschiedene Retracements aus verschiedenen Trendfraktalen, also aus verschiedenen Historien heraus, nah beieinander liegen, weil dort ist natürlich die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass alle Händlergruppen, die Fibonacci nutzen, egal wie sie es jetzt eingemalt haben und wie weit sie zurückgucken, dort natürlich reagieren. Das heißt, hier sind eben erhöhte Wahrscheinlichkeiten darauf, dass eine Aktion stattfindet. Und jetzt wollen wir es mal so machen, dass wir irgendwelche Basiswerte mal untersuchen auf mögliche Cluster. Das heißt, wir können einfach mal durchschauen oder alternativ, ihr nennt mir beispielsweise eine Aktie, einen Währungspaar, einen Index, den wir uns mal angucken. Jens schreibt mir Electronic Arts. Muss ich mal schauen, ob ich den auf die Schnelle finde. Jens, falls du die WKN oder die ISIN zur Hand hast. Naja, okay, ich habe sie gefunden an der Nasdaq, weil das ist ein Trade-Signal dann immer etwas leichter, wenn man hier die Wertpapier-Kennnummer oder die ISIN hat. Klassische Aktie, und wir haben gelernt, wenn wir eine klassische Aktie uns anschauen, beginnen wir in einem langfristigen Chartbild über mindestens 3 Jahre in der Wochenansicht. Und hier ist jetzt natürlich erkennbar, dass wir uns im Aufwärtstrend befinden, in der Progressionsphase. Das heißt, wir sind über dem EMA 200, wir sind über allen anderen gleitenden Durchschnitt. Das heißt, eine Long-Position wäre hier erlaubt, Short-Position verboten. Mit diesem Wissen gehen wir rüber, nächst tiefere Zeiteinheit, ein Tageschart mit ungefähr einem Jahr Historie. Und hier ist schon ein recht gutes Beispiel gewählt, und da sage ich mal Danke an den Jens, weil hier könnte man jetzt natürlich überlegen, ich habe einen Aufwärtstrend über der 200-Tage-Linie, wir sind auch in der Progressionsphase, aber wenn der jetzt hier in die Korrektur runtergeht, möchte ich einsteigen in die Korrektur. Das heißt, ich möchte antizyklisch kaufen. Und ganz interessant ist natürlich jetzt einmal zu wissen, ist es eigentlich das Fraktal, was jetzt wichtig ist hier? Ich zeichne die mal ganz kurz ein. Ist es das Fraktal? Ist es vielleicht sogar beides? Das heißt, muss ich vielleicht von diesem Tief zum letzten Hochmessen. Und hier ist jetzt doch die Wahrscheinlichkeit erstmal höher, natürlich einen interessanten Bereich zu finden, an dem dann tatsächlich Leute kaufen, wenn ich erstens das Größere vermesse und zweitens natürlich beide. Und wenn dann natürlich noch Cluster zustande kommen würden, dann ist die Wahrscheinlichkeit eines Treffers eben deutlich höher, als wenn ich jetzt nur das letzte
jüngste Stück analysiere. Wir sind im Aufwärtstrend, das heißt, wir beginnen oben mit der 0% Marke und ziehen mit der 100% Marke nach unten an das letzte Verlaufstief aus Sicht der Markttechnik und wollen dann das Ganze erstmal hier vermessen. Das heißt, wir haben hier das 38er Fibo. Wunderbar einhergehend mit einer Volumenunterstützung aus dem Marktprofil. Das heißt, hier immer tatsächlich auch aus Sicht des Tagescharts Reaktion gesehen. Es haben tatsächlich Leute, der Kurs ist gefallen, tatsächlich am selben Tag das Ding wieder gekauft. Super einhergehend mit dem 50er Fibo ist das Tagestief des letzten Handelstages, also des heutigen Tages im Grunde genommen. Dort war dieser Verkaufsdruck beendet und etwas tiefer hätte die Korrektur noch gehen dürfen. Das heißt, wer hier nochmal reinkommen möchte in die Aktie, der hätte hier eventuell nochmal die Chance, eine Order reinzulegen. Jetzt möchte ich aber versuchen, einen sogenannten Cluster zu finden und vermesse wieder vom Hoch zum jüngsten Verlaufstief, beziehungsweise sogar noch eins weiter und vermesse sozusagen die ganze letzte Aufwärtsbewegung der letzten Monate und sehe hier dann schon, ich mache das jetzt mal ein bisschen dicker als unser rechtes, dass man keine direkten Cluster finden kann in diesem Bereich, aber dass natürlich hier in diesem Bereich die sehr nah beieinander liegen. Das heißt, das 50er der kurzen Bewegung und das 38er der langen liegen sehr nah beieinander. Das heißt, hier in diesem Bereich ist eben vermehrt mit Aktivitäten aus beiden Händlergruppen zu rechnen und ich habe eine sogenannte Clusterzone, in der hier noch dazu kommt und das ist sehr, sehr schön, dass wir auch eine horizontale Unterstützung haben. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass in diesem Bereich, wenn der Kurs da nochmal reintaucht am Montag, wieder Käufe stattfinden und wir sehen ja, dass das heute schon wunderbar geklappt hat. Ansonsten haben wir jetzt hier direkt keine weiteren Überlagerungen. Einzige Möglichkeit ist dann hier natürlich weitere Retracements einzuzeichnen. 23 bringt uns nichts, 76,4 bringt uns auch nichts. Von daher ist schon ein gutes Beispiel für die Methode, wie man sie anwendet. Aber es gibt noch Bereiche, da liegen die wirklich knallhart auf den Pip genau, auf den Cent genau nebeneinander. Wir werden sicherlich noch eines finden. Okay, hat noch jemand einen interessanten Basiswert für uns, den wir uns vielleicht noch anschauen sollten? Nochmal auf die T-Bonds, also die US-Anleihen. Ja, ist vielleicht interessant, einmal mit Fibonacci zu vermessen. Hier war ja der letzte große Anstieg. Okay, sehr interessant übrigens hier an dieser Stelle. Machen wir alles raus. Schaut euch mal dieses Chartbild an. Wir sind über die gleitenden Durchschnitte angestiegen aus einer inversen SKS heraus. Das heißt, wir haben hier einen definitiven Impuls. Und wenn wir diesen Impuls jetzt mal mit Fibonacci vermessen, seht ihr, dass wirklich auf den Cent genau um 61,8er Korrektur zu Ende war. Und die Bewegung in die übergeordnete letzte Impulsrichtung wieder gestartet ist. Das heißt, man kann natürlich hier sagen, es ist Zufall, aber das ist unwahrscheinlich. Es waren sogar zwei Handelstage, die das hier centgenau erwischt haben. Hans-Jürgen hat mir die Deutsche Bank noch geschrieben. Schauen wir mal, was wir in der Deutschen Bank noch so finden. Beginnen im Wochenchart, 3 Jahre Historie ungefähr. Deutsche Bank ist stark abwärts gerichtet unter den gleitenden Durchschnitten. Es fließt Kapital raus aus dieser Aktie. Mit diesem Wissen gehen wir runter in den Tagesstart. Wir sehen an der 200-Tage-Linie abgeprallt. Hier zuletzt damit ein Verkaufssignal generiert. Wir rutschen unter die Effizienzzonen zuletzt. Dementsprechend ist diese Aktie erstmal ein Verkaufskandidat. Und jetzt ist die Möglichkeit hier wieder gewesen, mit Fibonacci die Widerstände zu ermitteln. Und wir haben jetzt hier am 50er Retracement tatsächlich dann nach unten gedreht. Wir hatten also hier die 200-Tage-Linie, die sehr, sehr stark ist, haben wir letztes Mal gelernt, und das 50er Fibo aufeinander kleben gehabt und dementsprechend ist der Kurs auch nicht mehr drüber gekommen. Das könnte man andersrum natürlich wieder sagen. Der Kurs fällt zwar gerade, aber er ist ja vorher auch ein paar Wochen gestiegen. Das heißt, ich könnte jetzt natürlich auch wieder gucken, wo denn die nächsten Unterstützungen liegen. Das heißt, ich kann immer im Grunde genommen in zwei Richtungen vermessen und dann dementsprechend auch wieder
damit rechnen, dass er eben den nächsten Schwung macht und das Ganze dann einblenden. Möchte ich mal ganz kurz noch was schauen zum Thema Überlagerungen. Wir haben ja auch hier wieder einmal dieses Fraktal und einmal das ganze Fraktal. Schauen wir mal, ob es eine Überlagerung gibt. Ja, auch hier keine Überlagerung, aber durchaus dann die Reaktion der 50er Fibonacci Trace. Also immer noch mal in meinem PowerPoint rein. Wie gesagt, wenn Retracement Level sehr nah beieinander liegen, ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass sich dann hier Widerstände befinden, deutlich erhöht. Ich hatte damals den Goldpreis. Schauen wir mal, wie Gold jetzt aussieht. Nach oben hin. Als Widerstand zu werten wäre natürlich dann jetzt auch wieder interessant. Wir könnten also hier dieses ganze Abwärtsfraktal vermessen. Und welch Wunder, am 50er Fibo war jetzt diese Bewegung zunächst mal beendet. Im Cluster mit dem Marktprofil Haupteffizienzlevel hier also eine starke Abwärtsbewegung gestartet. Das ist also durchaus sehr, sehr interessant, wenn eben viele Faktoren zusammenspielen, 200-Tage-Linie, Haupteffizienzlevel aus dem Marktprofil und dann eben ein solch starkes Fibonacci-Retracement zusammenlegen. Vom Tief zum Hochmessen und gucken, ob sich irgendwo etwas clustert, ob etwas sehr nah beieinander liegt, in dem Falle hier gerade nicht. Jetzt schauen wir mal auf den US-Aktienmarkt, der sich ja gerade in einer ausgesprochenen Rallye befindet. Da könnte man also versuchen, wenn die ganze Sache mal in eine Korrektur gehen könnte, auch wieder hier Unterstützungslevel zu finden. Hier ist es jetzt so, dass der Trend sehr, sehr weit gelaufen ist. Dementsprechend würde ich hier vielleicht sogar mal einen Stundenchart reingucken. Aber auch hier ist es so, dass wenig Wechsel zwischen Progression und Regression bestand. Das heißt, wir haben hier auch ein relativ schlechtes Beispiel. Wir bräuchten dann im Grunde genommen einen Basiswert, der sich relativ schön bewegt, also der sich hier... Ja, das ist doch interessant hier. Schaut euch das mal an. US-Dollar, kanadischer Dollar. Wir haben einen Chart, den wir analysieren, erstmal anhand der 200-Tage-Linie, Aufwärtstrend. Dann haben wir hier im Moment einen starken Unterstützungsbereich, das alte Ausbruchslevel bei 1,2794, als horizontale Unterstützung. Und punktgenau darauf liegt das 50er Fibo der letzten markttechnischen Bewegung. Das bedeutet doch, wenn der Kurs bis dahin kommt, und es ist jetzt eine klassische sogenannte ABC-Korrektur, also eine dreiwellige Korrektur, die geht jetzt einmal nach unten in der Welle A, geht dann in der Welle B kurz in die Erholung über und geht dann in der Regel in einer dritten Welle nochmal nach unten. Und wenn die auf diesen Cluster trifft, kommt im besten Falle sogar bis dahin noch die 200-Tage-Linie dazu. Und dann ist doch hier eine sehr, sehr erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine Aktion der Bullen und eben eine Trendfortsetzung gegeben. Dieses Beispiel sagt viel aus über unsere kombinierte Analyse, dass man einfach sagt, ich habe nicht nur ein Argument aus der Charttechnik heraus, dass da eine Unterstützung liegt, sondern ich habe verschiedenste Ansätze, die hier eben für eine Aktion sprechen. Die Wahrscheinlichkeit, dass eben hier um die Marke 1,28 herum Käufer in den Markt reinkommen, ist sehr, sehr hoch. Dementsprechend liegt da in der Regel dann auch eine sogenannte Buy-Limit-Order schon mal drin, vorsichtshalber. Dementsprechend das nochmal ein gutes Beispiel jetzt hier zum Abschluss dieser zweiteiligen kurzen Webinarreihe, wie man einfach diese Sachen miteinander so ein bisschen kombinieren kann und das Ganze Sinn macht. Hier wieder der Blick aufs Marktprofil auch gerichtet. Die Zone oberhalb ist sehr ineffizient und hier kommt dann wieder Volumenunterstützung dazu. Das heißt, hier könnte das Ganze dann tatsächlich in die Stabilisierungsphase übergehen. Ja, das war es im Grunde genommen von mir aus dem Inhaltlichen heraus. Wenn jetzt noch jemand eine Frage hat, kann er sie gerne in den Chat schreiben. Oder wenn noch jemand einen Wunsch hat, den wir uns mal gemeinsam anschauen sollten, bitte gerne nennen. Ansonsten bin ich soweit durch. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Lege jedem nochmal ans Herz, hier das ein bisschen zu üben. Sich da selber so ein bisschen
drin zu üben. Das muss ich mal kurz gucken. Da kommt jetzt eine Aktie rein von Jens, die wir uns noch anschauen könnten. Danke an Jens. Auch danke an Hans-Jürgen schon mal für das positive Feedback. Langfristig ist die Nike-Aktie natürlich ein Aufwärtstrend. Das ist, denke ich, jedem klar. Da braucht man auch gar nicht drüber diskutieren. Das heißt, das langfristige Chartbild relativ schnell abgehakt. Kurzfristigen Chartbild hat sich hier ein wunderbares Trendfraktal ausgebildet. Wir haben ja hier eine Korrektur gesehen. Klassische Dreiweiler A, B, C war relativ ausgeprägt. Daran kann man aber super schön das Fibonacci anlegen. 0% oben, 100% unten und hier natürlich die Unterstützungslevel ermitteln. 38er liegt mitten im Gap, wird also wenig passieren. Wenn er ins Gap eintaucht, macht das in der Regel auch zu. Aber das 50er liegt am Haupteffizienzlevel aus dem Marktprofil, liegt am Schluss der Kurslücke und hier bei 114 US-Dollar ist also mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine Reaktion zu erwarten, ein Käuferfeuerwerk, wenn sie überhaupt erstmal bis dahin noch runterkommt, könnte man also bei 114 relativ sicher zuschlagen und dementsprechend dann auch den Stop-Loss unter die 200-Tage-Linie legen, hier in die ineffiziente Zone hinein und das 61,8er und dann eben die Trendfortsetzung handelt. Markus schreibt jetzt noch, am 50er Retracement haben wir ein kurzes Marktprofil. Okay, das ist jetzt bei der Aktie nicht so. Eventuell war das jetzt bei Markus dann schon für irgendeinen anderen Basiswert, den wir vorher besprochen haben. Interessant. Okay, zur vorangegangenen Analyse jetzt. Markus, sag mir nochmal schnell, was das war. Ich lese mal weiter im Chat. Dann der Peter schreibt, geht die... Das kann ich leider nicht lesen. Schätze mal, du meinst die Alexion, Peter, vielleicht. Ich gebe mal das Ganze kurz hier ein. Ja, genau. Schauen wir uns die dabei mal an. Also Peter fragt jetzt sozusagen zu dieser Aktie hier, ob die in einen Aufwärtstrend übergehen könnte. Langfristig gesehen ist sie das natürlich noch. Das heißt, wir haben hier über dem IMA. Sie steigt auch über die anderen gleitenden Durchschnitte an. Das heißt, langfristig gesehen ist die Aktie ein Long-Kandidat und auch mittelfristig gesehen sind wir jetzt wieder zurück über dem 200-Tage-Durchschnitt. Das heißt, hier in einem Kaufkandidaten. Hier wäre jetzt natürlich interessant wieder zu wissen, wo denn die Aktie, ab wann man denn kaufen könnte. Und da kann ich natürlich jetzt die Widerstände berechnen anhand von Fibonacci. Um 61,8 liegt das Haupteffizienzlevel aus dem Marktprofil. Das was bei 183 wird die Aktie wahrscheinlich nochmal Verkäufer finden. Das ist einfach ein starker Widerstand. Das heißt, ich weiß hier schon mal, dass die Aktie nicht weiter steigen wird. Und dann kann ich wiederum natürlich in die nächste Korrektur hinein, die ja dann kommen wird, meine Kauforders reinlegen. Ich will ja long gehen und um das dann wieder zu berechnen, kann ich wieder Fibonacci nutzen, indem ich dann am nächsten Hoch, das sich hier irgendwo ausbilden wird, dann runter zum Tief messe und dann eben hier meine Unterstützungen berechnen. Das heißt, ich kann immer sowohl Widerstände als auch Unterstützungen berechnen. Ja, bei Markus ist leider der Ton weg. Ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Wie gesagt, danke fürs aktive Mitmachen. Ich wünsche euch einen schönen Freitagabend noch. Ich hoffe, es hat ein bisschen was gebracht, es hat ein bisschen Anreize geschaffen. Ich wünsche euch natürlich auch schon mal ein schönes Wochenende, eine erfolgreiche Trading-Woche. Wer Lust hat, ist natürlich auch eingeladen, wer ein bisschen mehr von uns erfahren möchte, sich hier auf der Trading Stars Seite im Newsletter anzumelden. Wochenausblick für den DAX schicke ich am Sonntag raus. Events von uns natürlich der nächste am kommenden Montag, 19 Uhr wieder der Wochenausblick, zusammen mit dem Tristan Budach hier aus Sicht der Markttechnik, aus Sicht der Charttechnik. Macht mit, wenn ihr Lust habt, übt ein bisschen, wer Zeit hat, macht ein bisschen Praxis und dementsprechend wird das sehr, sehr schnell dann auch Früchte tragen. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal auch beim Christian Weiß. Auch ihm schönes Wochenende. Soweit von mir. Einen schönen guten Abend euch.